Hallihallo Freunde, hier ist Tommy mal wieder. Und zwar mit einem neuen Let's Play, das ihr oben links am Bildschirm vielleicht schon gesehen habt. Es nennt sich Vessel. Es ist ein Spiel aus von Steam. Ein Indie-Spiel. So ein 2D-Plattformer. Und diesen netten Herrn da auf dem Bild, den spielen wir. Ein Wissenschaftler, der sogenannte Fluoros entwickelt hat, flüssige Lebensformen aus, ja, allerlei Flüssigkeiten. Und eine Schweißerbrille zum Anzug, sehr treffend und passend. Ich glaube, so gehe ich morgen auf Arbeit. Ich habe auch eine Schweißerbrille da. Muhahaha. Ja, aber egal, wie dem auch sei. Fluoros, das sind so, wie soll ich sagen, wie ich schon gesagt habe, flüssige Lebensformen. Und die haben aber nach und nach ihren eigenen Willen entwickelt und haben ziemlich viel Chaos veranstaltet oder beziehungsweise verursacht. Ich spiele dieses Spiel blind. Ich habe keine Ahnung, wie das irgendwie funktionieren soll. Ich muss auch erstmal gucken, wie die Steuerung ist. Ich nehme aber auch ein WASD. Ich habe das Spiel bei Daniel gesehen. Ein bisschen was davon. Daniel war schon etwas weiter. Und ich fand das Spiel einfach herrlich, toll und oh, überhaupt. Das da hier, das uns gerade ausgesperrt hat, das ist ein Fluoro. Niedliche kleine Viecher. Ja, WASD, wie ich mir dachte. Sprung. Unbeabsichtigte Konsequenzen. Hier? Ja. Unbeabsichtigte Konsequenzen. Die Nebeneffekte des Verhaltens meiner Erfindung verblüffen mich immer wieder aufs Neue. Ich muss meine Ausrüstung holen und in mein Labor zurück, bevor dieses Fluoro noch mehr Chaos verursacht. Gut, sehr schöne Effekte. Ich finde diesen Steampunk-Cartoon-Stil eh hammertoll. Und ich lasse mir jetzt etwas was auf den Kopf tropfen. Ich bin eh so ein, sagen wir mal, Steampunk-Fan, Dystopie-Fan, was weiß ich was. Ah, zwei Fluoros, just for fun. Und ja. Okay, die Steuerung ist ziemlich simpel. Soweit ich weiß, gibt es hier kein Falling Damage. Oh ja. Ach ja, was ich rausgefunden habe, ist ein Blödsinn. Was ich noch bemerkt habe, die Physik ist halt auch so genial. Ein bisschen Beweise hier. Und wenn man drin steht, natürlich jetzt nicht, doch, dann sieht man den Inhalt dieses Behälters und diesen Gulaschtopf hier, diesen überdimensionalen. Also ich nehme an, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir das alles noch nutzen müssen. Und ich muss sagen, was ich gesehen habe, ich finde das Spiel einfach herrlich. Die Musik ist herrlich, die Atmosphäre ist herrlich, die Rätsel sind herrlich, die ich schon gesehen habe von Daniel. Und das Ganze am Ende einfach. Mein Kistchen. Ah ne, ein Fluoro. Ein liebes Fluoro. Jetzt mache ich die Tür auf. Sehr nett, sehr, sehr, sehr nett. Ja genau. Ah, das übliche benutzen. Dingens. Yes, ich stehe hier. Jetzt lass mich raus. Ach, Moment. Solche Rätsel, also die Rätsel haben alle meistens, haben immer was mit Wasser zu tun. So wie wir jetzt diese Tür hier aufdrehen müssen. Ich weiß schon, wie gesagt, ein paar Rätsel, also vom Prinzip her funktionieren. Weil ich das ja bei Daniel schon gesehen habe. Ich weiß nicht, wie unser Protagonist heißt. Aber für mich ist er Peter Bankman. Weil irgendwie hat er ähnlich mal mit dem so kleinen Ghostbuster. Besonders wenn er diesen Wassertank. Was muss ich. Jetzt darf ich mich auch noch hier rumdrehen. So. Fluoros sind gar nicht mal dumm. Die. Wenn du ihnen den Weg bahnst und. Dann helfen sie dir auch, weißt du, wenn es liebe Fluoros sind. Tot. Und sie können verdammt hoch springen. Diese lieben kleinen Biester. Och, Gotti. Außerdem sind die süß irgendwie. Ich will auch so einen kleinen Hausfluoro. Achso, das reicht. Gut. Ich gehe ja schon. Ich überlege gerade, mit was für einem Spiel könnte man das vergleichen?
Das ist eine echt gute Frage. Also es ist, wie gesagt, ein 2D-Plattformer. Sagen wir mal, ähnlich wie Limbo. Nur mit weniger Frustration durch Tod. Muss ich das machen? Muss ich das machen? Muss ich dich zerquetschen? Ich muss dich zerquetschen. Nein, muss ich nicht. Doch, werde ich schon müssen, denke ich. Kommt da noch eins? Das wäre sehr nett. Ah ne, die Tür ist schon offen. Okay. Für diejenigen, die nicht wissen, was Limbo ist. Limbo ist ebenfalls ein 2D-Plattformer. Sehr minimalistisch gehalten. In Schwarz-Weiß. Man spielt einen kleinen Jungen, der auf der Suche nach seiner Schwester ist. Genau. Und nur ist die Suche etwas von Gefahren gespickt, sag ich mal. Es gibt jede 10 Meter eine Möglichkeit, wie man stirbt. Und glaubt mir, das ist echt wahnsinnig. Das macht einen echt wahnsinnig. Hä? Nein. Und es gibt auch ein Achievement in Limbo. Das Spiel durchschaffen mit weniger als 5 Toten. Und ich frage mich bitte, wer das da schaffen soll. Ja, das ist. Solche Art von Rätsel ist jetzt nicht sonderlich schwer. Ich habe zwar keine Ahnung, was das da bedeuten soll, aber das ist ja auch gleich. Falling! Ja. Simple as that. Zoom. Nein! So ist brav. So. Weiter geht's. Der Weg ist frei. Ja, ich mag so Ambient Music. Das ist. Ich weiß nicht, ich finde sowas einfach toll. Massenproduktion. Ausgezeichnet, die Turbine in diesem Raum ermöglicht mir einen Fluoro herzustellen, der mir helfen wird. Seit ich Fluoros erfunden habe, wollte sie fast jede Industriezweig in Massenproduktion für sich nutzen. Das hat mir natürlich die Gelder für alle weiteren Experimente verschafft. Wie schön. Dann erschaff mal einen Fluoro und reite auf diesem lustigen, auf dieser lustigen Kurbel. Wuhu! Machst du auf? Sein lieber Fluoro. Ach und für alle, die das mal spielen wollen, auf Steam gibt's eine kostenlose Demo. Probiert's aus, wenn ihr sowas mögt. Wenn nicht, probiert's trotzdem aus. Geh auf! Achso. Das Ding zeigt meinen lieben kleinen Fluoro scheinbar, wo es lang muss. Ich muss zugeben, ich spiele eh eigentlich lieber Indie-Spiele als, wie nennt man die anderen Spiele? Spiele, die von großen Firmen produziert wurden, wie jetzt zum Beispiel von EA. EA zum Beispiel mag ich überhaupt nicht. Das ist eigentlich eine gute Idee, dass ich das mache. Ah, ich habe jetzt keine Ahnung, warum das hängt. Ich hätte vielleicht ein paar Programme schließen sollen im Hintergrund, bevor ich aufgenommen habe. Aber screw this! Das war eine dumme Idee scheinbar. Okay, aber ich sollte das hier schon aktivieren. Wenn das dann auf die andere Seite dreht, dann komme ich ja nicht weiter hier, ne? Spring, mein lieber Fluoro, spring! Geht's? Reicht mir das schon aus? Ja, es reicht mir schon aus, danke! Ambiente. Ja, jetzt für alle. Wow! Lol, das müsste eigentlich wehtun. Die erst zugeschaltet haben, Daniel und ich teilen uns diesen YouTube-Kanal. Stirb Fluoro, verdammt. Und wir spielen hauptsächlich. Stirb, hahaha. Ja, was spielen wir? Schwer zu sagen. Ich sage jetzt mal nicht Indie-Spiele per se, sondern schon mehr unbekanntere Auer-Spiele. Meistens, sage ich jetzt mal, nicht nur. Auch so Adventures, alte DOS-Spiele, sowas eben. Und wieso steht dieses Fluoro da? Ich möchte da bitte hinein. Scheiß Fluoro.
Stirb! Er stirbt. Nein! Haha. Geschafft. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich länger aufnehmen, als ich eigentlich jetzt vorhab aufzunehmen, weil ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch die Frau vom Flughafen abholen. Und, also ich würde da schon meinen Magen verlieren. Und noch diverse andere Dinge machen, deswegen nehme ich einfach mal circa eine halbe Stunde auf. Eigentlich wollte ich eine Stunde am Stück aufnehmen, aber... Domi kann neben Zeit nicht einschätzen, ne? Ah, was für friedliche Lebensformen sie doch sind. Stirb. Haha. Ich hasse friedliche Lebensformen. Ah, hier hört unser kleiner Ride scheinbar auf. Gut, Herr Wenkman. Dann wollen wir mal. Um es mal so auszudrücken. Da kann ich mich scheinbar festhangen. Ich habe die Steuerung noch nicht so ganz raus, muss ich zugeben. Okay, so mache ich Wasser da rein. Ha, das heißt, ja gut. An sich weiß ich ja schon, was ich jetzt hier tun muss. Das erscheint ja sehr logisch. Ein paar Fluoros machen die hier. Das hat zwei. Das hat ein Auge verloren. Ich weiß außerdem, dass Fluoros kaputt gehen, wenn man auf sie springt oder sie auf einen selbst springen. Deswegen versuche ich das gerade jetzt so gut es geht zu vermeiden. Hau ab, Fluoro! Braver Fluoro. So, habe ich jetzt vier? Ja. Na komm, mein Kleiner. Freu dich nicht. Max! Oh, Gotti. Ich will selbst so ein kleines Haus, Fluoro. Das wäre eigentlich sehr spaßig. So. Simple as that. Das schaut irgendwie creepy aus. Was macht der da hinten? Duschen. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Ich könnte schon wieder. Ich habe dabei schon viel zu viel gefressen. Mods. Mal so nebenbei am Rande bemerkt. So, ich. Ja, gut. Einmal. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Das wird jetzt wahrscheinlich auslösen. Genau das. Ich bin etwas erkältet. Es tut mir leid. Das Ding läuft aber übelst aus da oben. Heieiei. So, was haben wir hier? Wie bitte? Na gut. Oh mein Gott. Probieren wir es einfach mal aus. Ich fülle einfach mal alles mit Wasser. Oh ja, ride me. Also auf jeden Fall kann ich ebenfalls hier einen kleinen Fluoro erschaffen. Den ich jetzt erschaffe, wenn ich alles mit Wasser gefüllt habe. Ich habe gerade keine Ahnung, wofür die ganzen Hebel das sein sollen. Ja doch, ich nehme einfach diese große Tür da oben. So. Wo fahre ich dich jetzt hin? Keinen Unheil anschauen. Njam, njam, njam. So, schaffen wir einfach mal diesen doofen Fluoro. Mit Glück macht's ja die Tür auf. Mit Glück falle ich da jetzt auch runter. Nein. Njam, njam.
Tut mir leid, Leute. Das war schon mal wieder ein Fail meinerseits. Fluoro, komm mal bitte her. Ich habe mit dir welche zu reden. Ja, ich hab's ja verstanden. Ah, ich bin verwirrt. Ich möchte dich töten. Ich möchte dich doch nur töten. So. Dann wollen wir es mal kurz nochmal machen, oder? Es scheint aber schon richtig gewesen zu sein, soweit ich das gesehen habe. Ich sollte nur nicht runterfallen. Oh nö, dieses doofe Wasser. Kann ich mit der Düse hier auch irgendwie... Natürlich nicht. Sitz, Platz, bei Fuß. Badger does not approve. So. Nochmal Fluoro laden. Diesmal nicht runterfallen. Yeah. Yeah. Oh ja, du Teile. So. LOL. Das macht Spaß. Ich glaube aber nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich bin mir gerade etwas unsicher, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir gerade wirklich etwas unsicher. So. Komm, mein liebes kleines Knuddelding. Hä? So ist brav. Charging, 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 charging. Ja, ole, jetzt muss ich mich aber schicken. Auf! Nein, das Wasser verhindert's. Wie ich sagte, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Ja, komm, du willst es doch auch. Leute, das ist doof, das nervt mich jetzt. Niam, 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 niam. Oh, du Blödes! Umdrehen! Jetzt! Sofort! Fluoro, tu was! Was soll ich denn? Soll ich jetzt einfach mit dem Ding hier rumwedeln oder wie? Hier, nein, 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 braves Fluoro! Komm hierher! Es tut mir leid, Leute, für diese etwas doofe Verzögerung. Aber ich bin doof. So, du Scheißviech. Hierher. Mir nach. Jetzt, auf der Stelle. Komm, komm! Du willst es doch auch, mein Kleiner. Komm, komm. Ja, komm! Loser!